Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Hallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 21 mit Exeter City. Mit mir dabei ist natürlich unser Cheftrainer Halvar Valvorik. Servus und hallo. Und der Dago. Hallöchen. Ja. 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 Wir haben uns noch nicht wirklich was überlegt. Orona ist noch in der Schwebe. Tendenziell nein, aber wer weiß, ich weiß nicht, wie lange die jetzt warten auf eine Antwort, weil eventuell könnte ich dann nochmal scouten. War jetzt halt auch nicht das Überangebot, dass wir jetzt sagen müssen, so wow, 6 Millionen für Orona, geil, können wir annehmen. Ja, 6 Millionen wäre nice. 6 Millionen hätten wir, glaube ich, wahrscheinlich sofort gemacht. Ja. Du, Boss, ich habe ein Angebot, du bist raus. Nimm und geh. Ja, raus hier. Beschreibe aber den Vertrag. Bring uns Kohle. Ja, genau. Von dem her ist er jetzt erstmal weiter dabei. Und wir haben im Moment eh grundsätzlich zu wenig Spieler. Ach, eigentlich. Guck, schau, dein Sohn spielt gegen uns. Ach so, ja. Leonard. Botwas. Nein, Leonard. Nein. Ransom. Sarita. Cooper. Ja. Na dann. Minispiel übersprungen. Zwinker, zwinker. Ab in den Cup. Carabao Cup. Ja, und da Ivy Lane. Wir sind quasi Cup-Verteidiger, also ja. Titelverteidiger. Wäre cool, wenn da heute was geht. Haben die gerade Husky auf dem oder Husky auf dem T-Shirt auf dem Leibhaut stehen? Husky-Schokolade ist das, glaube ich, oder? Müsste doch auch Sponsor sein bei Formel 1. Sag ich für Team. Aber wenn du es weißt, dann ja. Husky-Schokolade, ja. Boah, wie riesig dein ist. Schaut auch aus wie die Deutens. Ja. Aber irgendwie haben die in der Liga immer einen Großen dabei, oder? Dein Sohn ist aber groß geworden. Bödwarsson. Oder Tom. So. McNamara. So. Haben wir Klobe auch dabei? Nee, ne? Nee, boah, Deng ist aber auch ganz schön groß. Einer von denen. Sonst hätte ich den jetzt mal dagegen gestellt. Glaube ich, der müsste der LM-Deng sein. Ja. Der 23er. Mhm. Ja, stimmt, ja. Kein Klobe heute dabei. Der war noch ein bisschen unfit. Ja, da waren die letzten Spiele alle gemacht, ne? Oje, wenn Rubato die Ansage macht, versteht das absolut keiner. Vielleicht noch Koga. Was soll ich machen? Links oder rechts? Heute geht's hin. Links oder rechts? Rechts. Ausgesucht. Bräuchte man das nach Deutschen, wo ist ausgesucht? Wüst. Groß Wüst. Ja, brauchst du aber eher in Österreich. Schießen. Das ist die nächste depperte Frage. Das ist die nächste depperte Frage. Wollte da nichts Gescheiteres sein. Ja. R&B? Hat mir gegen Ding schon nicht so gefallen. In der Europa League, aber. Ja. Da das hat so ein mega Potenzial, aber. Da haben wir es zum Glück noch geschissen gekriegt am Ende. Also einigermaßen. Da war der Fehler nicht ganz so gravierend dann im Endeffekt, aber. Voll in die Fresse von Koga. Autsch. Balken geht erstmal zur Hälfte runter. Nach dem Schuss. Oh mein Gott. Oh. Das dachte ich mir schon. Kopfballduell verloren und dann. Glück gehabt. Erst einmal kurz einen Konter setzen und einfach durchlaufen. Genau. Ach, Flex. Alter. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht rot, weil es eine Verhinderung einer klaren Torschance? Nein. Aber. Ja, glaub, schade. Gelb, da wäre er durch gewesen, der Arias. Gelb hätte man dann schon zeigen können, oder? Frohlich. Ja. Yes. News.
Da ist er wieder. Er hat jetzt zwei Spiele gebraucht, die er nicht getroffen hat, wo er gespielt hat. Dann eins zum Auskurieren. Ja. Weil er nicht getroffen hat. Weil er nicht getroffen hat. So ein bisschen eine Denkpause vielleicht auch. Ja. Denkpause. Eine Denkpause ist auch nicht schlecht. Für wen? Für wen? Unsere chinesischen Spieler machen immer wieder Spaß. Wir haben Spaß auf ihre Kosten. Ja, das ist schön. Macht mich Frühling. Da war aber echt lahm. Oh, schön. Lauf, Frühling, lauf. Rüber? Ja. Ach, schade. Ah, ja, das ist. Da war zu viel Distanz dazwischen. Ah, und Lahne ist nicht so der Stärkste zum Durchsetzen. Aber schön, wie er Gumbo gegeben hat, wie er auf einmal Gas gegeben hat. Gumbo. Ja, haut drauf. Ja, schön, Frühling. Nice. Da setzt er sich wieder durch. Ja, es hat, als hätte es irgendwie befreiende Wirkung gehabt. Als wäre er nie weg gewesen. Ja, dass ihm die Pause echt gut getan hat. Bisschen Kopf frei kriegen oder irgendwas. Der Nils. Aber man kann ihn gar nicht kritisieren. Nein, das war auch keine Kritik. Es war eher so ein von wegen... Da lasse ich keine Kritik zu bei Nils. Vielleicht machst du mal ein bisschen Pause, wirst du vielleicht auch wieder Frühling. Ne? Also, Der Nils. 4 Tore im Carabao Cup bisher. Ja. Nils... Georg Gustav Frühling. Geh endlich wieder zurück. Nies Gucke Frühling. Ich will mal gerne abkürzen. Gucke. RB, hallo? Ein bisschen rangehen und sowas. Aber du hast recht, ja, den finde ich auch nicht ganz so geil. Obwohl der so viel Potenzial hat, weiß ich nicht. Ja, die Werte sind ja auch nicht schlecht. Das ist ja das Ding, weißt du? Ja, so dieses, das Ding. Schön, Arias. Oh mein Gott. Da muss er eigentlich besser annehmen. Oh, er macht das Tor trotzdem. Warum? Aber wie der mit dem Ball umgeht, ist halt auch echt krass. Ist halt schon ja, nice. Aber beim ersten Mal hast du schon gedacht, oh Gott, der Ball ist schon weg. Ja, die Ballannahme. Aber dann guckt er an, wie wendig der ist da jetzt. Ja. Und der da durch. Er tanzt die halt einfach mal aus, genau. Ja. Ja. Nice. Auch so ein günstiger Transfer. Mhm. Hat sich gut gelohnt. Die Werte sind ja schon durchaus steigerbar bei ihm teilweise. Und die waren schon gut. Also. Ja. More to come. Hoffentlich. Da ist er wieder. Jetzt, wo er wieder fit ist. Ja, also ich glaube, die waren einfach. Ich meine, wir haben halt echt eine Menge Spiele im Moment. Ja. Die sind gerade alle so platt gewesen. Das ist echt. Alter. Das war. Macht bei FIFA, glaube ich, auch eine Menge aus. Arias. Kann man machen. Nummer 14 muss man sich merken von uns übrigens. Ja, warte, ich ändere es mal eben. Das ist schon krass. Guck dir den Haken an, den er schlägt mit dem Ball. Und dann nochmal richtig schön auf seinen starken Fuß rübergelegt und draufgehaut. Sehr clever. Ja, rechts ist er sein rechtsroter Fuß. Ja, sein rechtsroter Fuß. Stark. Ja, dann müsste er uns wieder tot treten. Sonst läuft da nichts mehr wohl. Na ja, gut, das waren ja die anderen, die ihn tot getreten haben. Ja, weiß schon, aber. Ich bin mir nicht sicher, ob wir. Als Idee für die RB. Sollen wir den für die Polen wieder gegen die Polen spielen lassen? Ich glaube, da wäre mal so die B- oder C-Elf. Goal ist weit draußen. Jo, Lahne. Lahne. Sehr schön. Nice. Also es ist so seltsam. So. In der Liga ist es so schwer und im Cup läuft es einfach. Da spielen sie einfach befreit auf. Egal in welchem Liga Cup. Ist dieses Ligameister werden vielleicht, was sie ein bisschen hemmt. Und zwar egal in welchem Cup, ne? Ja,
Die hauen halt einfach drauf und hauen die Dinger den Leuten rein. Boah, das sah schon fast ungesund aus, wie er und den Fuß verrenkt hat. Meistens sind die ja im Cup, also höherklassig, ne? Millwall ist auf jeden Fall Championship, ne? Ja. Wir führen, ich wollte gerade sagen, es ist noch nicht mal Halbzeit, ne? Arebo, was war das? Samba, baby! Bisschen Tusky oder was? Ja, Guardiola guckt einfach mal zu und nimmt den Ball ab. Klopft dann einfach mal dazwischen und sagt, naja, jetzt hast du genug gespielt. Ne? Jetzt reicht's aber mal. Jetzt ist mal wieder vorbei. Jetzt ist mal wieder gut. Guck mal. Ja. Kann man noch ein bisschen. Ja, so. Halbzeit. Oh, es pfeift er denn da, der Idiot? Es ist erst Halbzeit, Valbo. Es steht schon 5-0. Ja. An sich fit sind sie noch. Da kann ja noch was gehen. Weiß auch nicht, ob es da wieder ein Rückspiel gibt oder nicht. Cups kenne ich mich einfach nicht so aus. Normalerweise, ich glaube, es ist meistens so, dass wenn es klar, wenn es einen Sieger gibt in den 90 Minuten, gibt es kein Rückspiel. Das ist nur, wenn es unentschieden steht. So habe ich das verstanden. Meinst du, ob es da einen Sieger geben wird? Das ist noch knapp. Unklar. Bei unserer Abwehr bin ich mir nicht sicher, ob wir noch 5 fangen. Koga? Ja, dann Koga. Das müsste Absatz gewesen. Ja, Koga hat mir als IV einfach besser gefallen als LV. Ja, weil er auch nicht so sehr laufen musste wie jetzt außen und nicht immer sofort platt ist. Ich glaube, dass es bei ihm auch so eine Ausdauergeschichte ist. Man muss halt als IV nicht so viel laufen. Ja, irgendwie schon. Der braucht halt länger, anders. Um sich wieder zu regenerieren. Oh, Arias. Er hat glaube ich, auch nicht die Ausdauer gehabt, oder? Ja, der Pass kam zu spät. Ja, und Lahne. 1-1. Ja, ich sage, er hätte auf Fröding passen müssen wahrscheinlich. Ach so, apropos passen, wollte gerade sagen. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Arias. Gegen Chile. Ja, er hat seinen Applaus verdient. Auf jeden Fall schon. McGree? Mhm. Er wird auch so ein Star sein. Stammplatz und dann hat er schon lange nicht mehr. Nicht, dass er irgendwann mal ärgerlich wird. Wollen wir unserem Schweizer noch die Chance geben in der Abwehr? Naja, so ist aber auch nicht unbedingt fit. Wir tauschen einen Fitten gegen einen Unfitten. Oder wer ist denn noch? Die Abwehr ist Williams, ja eigentlich auch noch ganz vielleicht in Ordnung. Enriquez Williams? Ja, kann man machen. Enrique hat mir in der Euroleague auch ganz gut gefallen. Ja, Zuckervorlagen. Ja, und ein schönes Tor. Darfst du wieder haben, sagt Koga? Ach, Koga sage ich. Verwechsel lieber, weil Koga die neue Nummer hat, die ich wieder nicht gewöhnt hat. Oh, also Kopfballduelle sind halt echt nicht, ne? Das ist Petersen, ja. Du darfst nicht ins Kopfballduell schicken. Das ist echt. Da wird Enriquez gelegt. Ist nicht seine Disziplin. Oh ja, kriegt er noch. Ja. Oh, nice. Ja, schön. Nehmen wir. Den Eckball nehmen wir. War er schon durch und klopft den auch mal voll rein. Den Eckball nehmen wir. Nee, Fröding nicht. Kannst du vergessen. Ist eigentlich egal, auf wen du spielst, oder? Das sind jetzt nicht wirklich die Granaten. Gerade Koga geht. Also nicht Koga. Ich verwechsel dich schon wieder. Guardiol. Das ist Koga. Ja. Ja, warum nicht, ne? Einfach mal durchlaufen. Ja, praktisch. Keiner geht ran. Chill was. Ja, wer sonst? Der Noah. Nice, nice. Na, war schön. Schön gewartet von Koga, schön ruhig geschaut. Ja. Wer bietet sich an? Ich habe kurz vor die Ecke gedacht, du klopfst jetzt einfach mal. Einfach, weil es
Weil wir ordentlich führen und weil es eh egal wäre. Das ist so von wegen, wenn er reinmacht, schön. Wenn nicht, ja gut, dann halt nicht. Ich dachte, das ist praktisch, weil keiner rangeht. Da können wir schön Zeit lassen, schauen, ob irgendwer sich mal bequemt, sich freizulaufen. Und dann hat es dann eine Uhr gemacht. Ah ja, dann auch so. Ja, 70 Minuten rum. Leider erst 6 Tore. Ja, das ist kein 10-Minuten-Schnitt. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Ball in das gegnerische Tor. Das Tornetz. Flex. Schön. Schön. Rieke. Schade. Hat er zu sehr, zu viel gewollt. Zu wenig Platz. War originell RIP, aber boah, Alter, der Pass. Hat er immerhin mal seinen Körper reingestellt. Ja. Schön, da ist der Chill, was einfach immer läuft. Dann haut ihr wieder rein, oder? Na, heute mal nicht. War mir nicht sicher, ob ich noch abgeben soll, aber Lane war so weit hinten. Hast du gesehen, wie R&B gerade mit bloßer Anwesenheit den Verteidiger dazu gezwungen hat, nach hinten zu spielen? Echt? Er war in der Nähe und plötzlich hat er sich umgedreht und ist weggelaufen. Da, der! Das ist doch der von den Bayern. Ja, genau. Weiß jetzt nicht, ob es an R&B lag oder... schlechter KI. An dem Gesicht von R&B. Was ist das denn? Abseits? Scheinbar. Ja, offenbar. Nehmen wir natürlich gerne mit. Ja, Ballverlust vom Gegner immer. Egal wie. Wow. Remo, das war aber auch nicht der Zuckerpass. Ja, Remo ist heute nicht ganz so sicher. Na gut, aber beim Stand von 6-0 kann man auch mal ein bisschen den falsch mal aus. Bisschen weniger konzentriert sein. Wer ist denn das da hinten eigentlich? Achso, RIP. War gerade verwirrt, also außer es hätte so kurze Haare. Weiß. Ja, nimmt man mal mit. Die Stimmung ist am Kochen. Hey, hallo Mama, hallo, juhu. Er wird ruckzuck aus seiner Millwall eine Müllwall. Drei Versuche, nur 2 Tore, schlecht, Nies. Ja, aber einen besseren Schnitt. Nein. Schöner Opa da hinten auch alles sauber gehalten. Man muss sagen, er ist wieder da. Ja. Er hat uns auf die Siegerstraße gebracht. Und so soll es auch sein, genau so. Genauso Nils, so kennen wir dich, so lieben wir dich. 10-0. Genauso Nils anders. Ja, ziemlich lasche Ergebnisse auf den anderen Plätzen, weil es nur so ein 3-1 oder sowas. Traurig. Aber da war eine Question. Verdienster Spieler. Verdienster Spieler. Grandioser Auftritt. Kann man nichts sagen. Sie sind die zufrieden, sind die Scheiße! Verdienter Spieler. Mit einem Höhergewinn. Ja, komm. Auf dem Boden bleiben. Konzentrieren uns aufs nächste Spiel. Ja. Da, auf das Spiel. Das Spiel der Spiele. Da muss ich wohl aufs nächste, genau. Du musst aufs nächste Spiel warten und zwar jetzt. Können jetzt González ruhig spielen jetzt lassen. Jetzt wird spannend. González jetzt von Beginn an spielen zu lassen. Einfach durchspielen, dass die anderen mal durchschnaufen können. Auf Halbposition. Ja, genau. Alleine. Ach, Kruger, haben wir es geschafft dann mal. Nach 9 Wochen oder was es jetzt war. Ja, Mensch. Auch schon, ne? Jetzt können wir uns den anderen Elf aussuchen und dem wieder eine andere Position zuweisen. Genau. Na, schauen wir mal. Vielleicht läuft es jetzt besser, Kruger. Der neuen Position. Jetzt, wo es fest gelernt hat. Ja. Ja, möglicherweise. Ja. Mal gucken. Was soll man denn lernen? Dem Taigo. Ausdauer wäre gut.
78, ja. Nur so. Ja, vor allem eigentlich hat er gar keine schlechte, aber irgendwie. Vielleicht das hier? Also Übersicht. Mhm. Flanken. Ja. Heikrott war das auch knapp vom nächsten. Kurzer Pass. Sprintgeschwindigkeit Antritt, ja. Ja, das machst du. Glaube ich, nicht schlecht. Tairo! Wieder Chat, was gibt's da? Tja, da muss ich wohl aufs nächste Spiel hoffen. Ne? Bei schwere Entscheidung, ganz schwer. Enorm. Uiuiui, war das schwer. Da musst du wohl auf den Transfer hoffen. Gut. Einmal durchwechseln. Hey, ja. Asunu. Ja, wir wechseln durch, haben wir gesagt. Ist die Frage, ob wir wirklich uns alle spielen lassen wollen oder ob wir irgendwen anderen noch haben, der auch Bock hat. Bayram. Ja. Jetzt, wo er schon abgewertet wurde, dann kann man ja auch wieder verwenden. Ja, theoretisch muss Cosgrove auch mal wieder spielen, ne? Stimmt, ja. Den hat man ja auch noch. Er hat im Rückspiel zuletzt gespielt, oder? Im Hinspiel. Hat er da nicht gespielt? Gute Frage. Ich hoffe, die sind nicht sauer, die Stammleute, dass sie jetzt mal nicht spielen dürfen. Aber ging vorher auch ganz okay. Ich glaube, wir. Das geht schon okay. Geht schon okay. Wir machen das ja jetzt nicht immer. Wir wechseln jetzt halt einmal durch. So, Petersen muss eigentlich raus. Kann Sweeney mal spielen. Ja. Oh Gott. Der Koga ist echt. Ja. Ja, Orona kann diesmal wenigstens nichts kaputt machen. Remo Süters passt einfach immer. Da ist immer irgendwer fit. Aber ja, das wollten wir eh rausnehmen, ne? Ja. Soll Denk spielen? Denk oder Chilvers? Ja, Chilvers hat eigentlich gerade gespielt. Der ist ein bisschen platter als Denk. Passt. Ich hoffe, dass er nicht wieder eingewechselt werden muss. Lane ist zu unfit. Dann kommt Jones. Oder Azon. Also stimmt, ja, Jones, ja. Azon ist auch nicht so geil drauf. Ja, komm, Azon. Gerade für das Spiel, ja. Dann darf er gleich von Beginn an ran. Mhm. Für Frühling dann. Also ein Cosgrove, ja. Frühling. Frühling muss immer wieder durch. Kommt Jones auf die Bank. Mhm. Klingt gut. Boah. Pedersen, Chilvers. Mal keine Erfahrung, ne? Guardiol. Keine Erfahrung mehr. Wobei Akban könnte das. Mhm. Klingt gut. Sonst noch irgendwen? Guardiol. Ein Verteidiger auf der Bank, ne? Gelernt. Aber gut, ich meine, Akban ist halt einfach flexibel. RM haben wir, ja. Der ist ja gut. Einer ist nicht bissig, aber happy. Der andere ist ein bisschen mehr bissig, aber nur glücklich. Aber kannst natürlich, weil Enrique jetzt natürlich spielen hat dürfen, kannst du wen natürlich jetzt mit draufsetzen. Okay. Um zu gucken, weil die schenken sich ja auch nicht viel. Ja. Also, ne? Ja. Dass der vielleicht sogar die Chance hat, mal zu spielen. Oder soll Williams gleich runter? Sollen wir wen? So, dann kannst du wen von Beginn an und Enrique auf die Bank, oder was? Mhm. Mhm. Kann man auch machen. Passt, dann wechseln wir mal richtig durch. Ja. Passt. So, wir kriegen so aufs Preisbrett. Ja, zu viel wollen wir nicht durchwechseln. Nein, ich glaube, dadurch, dass die ganz fit sind, könnte es einigermaßen funktionieren. Und ich sag mal so, ich werde erst nervös, wenn es 5-0 steht für den Gegner, glaube ich. Ein ungewohnter Sturm auf jeden Fall mit den zwei lahmen Krücken, sage ich mal. Ja, muss ich auf jeden Fall vielleicht ein bisschen umstellen. Oder halt Ricky Jade zur Halbzeit bringen oder so. Das müssen wir dann sehen. Ja, gehört sich gut. Na gut. Ein schöner Sieg, ja, das stimmt. Nö. War mies. Verrate meine Taktik. Vor allem, weil es eine grundlegende Taktik im Weg gewinnen erneut. Weißt du? Was? Also, Antwort, gewinnen erneut ist meine Taktik. Aber da richtig was überlegt. Ja, genau.
Weitere Spieler verkauft. Bestes besetzt oder gut besetzt? Ist beides falsch, eigentlich. Boah, natürlich ein Siegerteam auf. Das ist auch beides falsch, weil wir sind eigentlich gar nicht so gut besetzt. Kann das so weitergehen? Bitte bei. Wenn die alle fit wären immer wieder, wäre das natürlich schön, aber die sind natürlich immer so schnell platt. Deshalb sind wir in der Breite nicht gut besetzt. Aber gut. Los geht's. Ab nach Hause. Ab nach Hause. Ja. Van Amersfoort. Dann. Ein anderer Torhüter steht drin. Das sind ein paar neue. Der Van Amersfoort ist auch neu. Ja? Der hat 7-1 verloren im Hinspiel. Ich meine, dass der ein bisschen umstellt. Wäre zu erwarten gewesen. Der haut jetzt seine besten Leute rein. Das waren vorher so die Jugendspieler. Ja, dann haben wir ein Problem. Aber das sehen wir dann. Es gilt eigentlich nur, nicht höher als 6-0 zu verlieren. Wo spielen die denn? Sie wird zu Hause. Sieht so anders aus, gleich das Stadion. Ist halt dunkel. Das ist es sonst eigentlich nicht. Und überall diese Champions League-Einblendungen. UEFA, ja. UEFA, ja. Das ist mich wundert, dass wir ja wohl noch träumen können. Kommt noch. Wir müssen erstmal den UEFA Cup gewinnen, dann können wir, glaube ich, Champions League spielen. Ja, wer bist denn du? Ist das wen? Bei den Zielen von unserem Vorstand zu bleiben. Die rechnen eben im Viertelfinale mindestens. Dann können wir auch schon mal davon rechnen, dass wir einen gewinnen, weil dann dürfen wir Champions League spielen. Dann hoffentlich Zweitliges, weil ich glaube, es ist doch so, oder? Der die Europa League gewinnt. Ist für die Champions League fix, ich glaube schon, ziemlich sicher. Ja, ne? Er hat einen fixen Startplatz für die Champions League. Ich glaube auch. Ja, dann. Ist der einfachste Weg für uns. Als Drittligist. Ja, gut, ich meine, wenn es gut läuft, sind wir dann Zweitligist, ne? Ja, schau, in der Liga ist ja dabei noch nicht so ganz so geil. Stell's mir nur gerade vor. Als Zweitligist halt gegen. Diesmal Real Madrid gegen Exeter. Exeter City. Völlig falsch ausgesprochen. Ach, Wien ist der Kleine wahrscheinlich. Du willst nicht wissen, wie das in Madrid ausgesprochen wird. Ich will es ehrlich gesagt selber nicht wissen. Doch, eigentlich wäre es ganz nice. Gesamtergebnis 7-1. Können wir jetzt abpfeifen. Können wir schon machen. Dann kann er ja jetzt abpfeifen. Mich würde schon interessieren, wie es die Spanier aussprechen. Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob das angesagt würde. Ich bin aber ein bisschen auch auf Cracovia gespannt, wie die sich jetzt hier. Der eine verausgabt sich schon mal. Versuchen zu präsentieren. Ist der Rivaldinho ist gar nicht mehr da, oder? Der ist auch ausgewechselt. Ja, oder? Ich glaube schon. Ich habe ihn nicht gelesen. Schön gewartet, also. Ja. Ich dachte, der hat so eine Schusskraft, da dresche ich mal. Der war auch knapp, glaube ich. Ja. Also, es war nicht. Ich glaube, wenn er zu weit weg gewesen wäre, hätte es keine Wiederholung gegeben. Er hätte einfach Abschluss gegeben und fertig. Ja. Ja, okay, sie wollen zumindest mitspielen. Der war niedlich. Weil nach 10 Minuten ist das Tor für die gefallen letztes Mal, ne? Stimmt, die haben wir gefühlt. Wie sie halt auch null durchkommen, so 10.000 Mal anlaufen. Immer irgendwem anderen abschießen. Ja, den hält sogar Basunu fest. Ups, waren wir aus Versehen auf Lautsprecher. Wenn Tlome ins Laufduell geht, sind wir so herzzerreißend. Also so richtig gut sind die Schüsse ja noch nicht. Ne? Trifft sich so gut unsere Pässe auch nicht.
so berühmte letzte Worte. Ja, das ist Schießen ihn warm. Aber tatsächlich immer ganz gut gemacht, dass der Tlom immer ganz gut zustellt, zumindest den Laufweg. Ja. Dass da gar kein krasser Schuss rauskommen kann. Noch gar nicht so. Ja. Ja, ja, stark. Cosgrove klopft ihn halt einfach. Ein Kaliber. Ja, aber das ist sein Denkvorlage, Cosgrove macht. Mhm. Das ist echt ein Ersatz. Alter, wie der den reingeballert hat, ich dachte, der geht drüber. So. Schön Denk auch. Und Cosgrove, wie er sich wieder loslöst vom Verteidiger einfach. Ja, ich sage ja, das ist echt sein Stil. Das Wuchtige. Aber das ist das, was uns gefehlt hat, so ein bisschen bisher. Ja. Ja, gefällt mir echt ganz gut. 8:1. Muss man das wirklich noch weiter zu Ende spielen? Muss man die so quälen, die Jungs? Wobei der das erste Tor schießt, der kriegt dann 7 aufs Maul. Ja, schauen wir mal. Schön Deng. Wunderschön Deng. Und 2:0. Deng, Alter. Jo. Aber das hat vorher schon sehr gut funktioniert. Deng-Vorlage, Cross. Ja. Ivan, einmal neu, komm her. Komm her, Großer. Hast du gut gemacht. Ja, stellt halt noch einen anderen Torhüter rein, habt ihr vielleicht noch einen? Okay, Deng hat sich offenbar nicht verletzt, zum Glück. Steht zumindest wieder auf. Ja. Bäm. Das war was der andere Deng, ne? Na, echt? Ich dachte, das wäre der ZOM gewesen. Ja, aber der andere, der vorher die Dinge gemacht hat, war ja nicht der ZOM, sondern der andere, der okay. Außendeng. Echt? Der Außendeng. Ich komme so durcheinander bei den Denks. Ich dachte, das wär dasselbe gewesen. Ach, stimmt, aber. Wir haben 2 Denks auf dem. Ah, nee, haben wir? Nee, Bayern. Ja, da waren es beide, was genau, dasselbe Ding. Haben wir nicht Dings außen Bayern und nicht Deng? Ja, deswegen war es dann dasselbe Ding, der beide Vorlagen gemacht hat. Aber was hat er da außen gemacht? Der kann alles. Oh, stark. Was war das denn für ein Pass, Alter? Oh mein Gott. Ja, ja, warum nicht? Warum nicht? Ja, warum nicht? Ja, easy. Wenn die uns nicht angreifen wollen, dann macht den neben rein. Der Pass war zwar ein bisschen traurig, den Cosgrove hatte, aber wollte ich nämlich eigentlich woanders den passen. Aber ja, Cosgrove ist ja kein Passkönig, also der ist halt. Aber ja, im Endeffekt aber war es schön. Ab dem Moment haben sie den Deng einfach nicht mehr angegriffen. Brauchen die den anderen auch noch? Wieso? Deng auf Cosgrove, Deng auf Cosgrove, Cosgrove auf Deng. Die zwei. Ich hätte auch einfach nur die beiden aufstellen können. Da hinten spielt mit seinem unsichtbaren Fußball. Auf der Bank. Sehr schön. Yang Deng. Ja, er hätte echt gereicht, die zwei aufzustellen. Noch Basunu und Lom und die anderen haben noch nicht so wirklich. Wir sind in der Insgesamtabrechnung schon zweistellig, ne? Ich wollte es nur kurz erwähnt haben. Der Liga kriegen wir wieder aufs Maul. Das ist ja zum Glück erst nächste Folge. Ja, aber Cosgrove, sehr schön. Da kann er glänzen heute. Weißt du, wir haben uns ganz kurz überlegt, von wegen, ah, gut, nicht, dass wir jetzt gleich aufs Maul kriegen, weil wenn du die B11 reinstellen, ja gut, steht er jetzt nach einer zur Halbzeit auch schon 3-0. Die B11 macht es halt einfach am besten. Steht jetzt auch schon 3-0 zur Halbzeit. Schön Süd. Sunu, du hättest ruhig mit der Hand auch nehmen können, aber hey. War da nicht einer von uns dran? Darf er den denn überhaupt mit der Hand aufnehmen? Okay. Vielleicht dann nicht. Aber ich schimpfe erstmal. Sehr unangenehm. Einen direkten Freistoß im Strafraum bei Basunu im Tor. Ich weiß ja nicht, dann lieber mit dem Kopf. Der eine Deng ist ein bisschen platt. Wir haben nur den einen Deng. Der andere Deng ist nicht da. Also noch nicht. Ist auch nicht dabei.
Ist nicht mal im Kader. Ja, Chilwell ist auch nicht wirklich fit, dann warten wir lieber noch ein bisschen. Können wir eher für ihn auswechseln. Der Rest ist auch. Corona mal wieder. Der Rest ist auch nicht wirklich unfit. Ist mal abgesehen von Corona. Und Corona muss, glaube ich, durchspielen, weil Koga haben wir, glaube ich, gar nicht dabei, weil der so platt war. Ja, da sollte es sich ausruhen. Klom. Das, da wollte ich nicht hin, aber hey. Sonnen kann auch mal einen machen. Oder auch nicht. Jetzt hast du ihn verwirrt. Alleine vorm Tor. Ja, ja, schieb's ruhig auf mich, weißt du? Ich kann wenigstens damit umgehen. Der Druck. Der ich kann Druck. Mit dem Druck wenigstens umgehen. Sag mal, diese Verteidiger, wie die gerade auch immer wieder... Das sah gut aus, ne? So quer in der Luft stehen, obwohl kein Gegenspieler auch nur ansatzmäßig in der Nähe ist, weißt du? Ja, Krakowie hat jetzt nicht unbedingt die geilste Mannschaft. Gut, das hat unsere auch schon mal gemacht. So halb in der Luft stehend, Seitfallzieher am eigenen Strafraum und so, weißt du, um zu klären. Boah, denk, schade. Ja. So. Bisschen verwirrt. Kostet ein bisschen verwirrt. Süd. Flex. Ja. Sollen wir mal schauen? Ja, jetzt muss Denger eigentlich runter, ne? Mhm. Kostkurve hätte sich eigentlich auch verdient. Ja. Komm, nimm ihn runter. Vielleicht kann er in der Liga nochmal neben Ding mal auf wieder starten. Neben Ding. Nicht neben Deng, sondern neben Ding. Frühling. Ja. Frühding. Ja. Frühding aus Welle. Oh Gott. Wollen wir den Rest erstmal so lassen? Oder wir wen? Gleich Enriquez für wen bringen? Ja, komm. Ja, wer weiß, wann die nächste Unterbrechung ist. Selbst wenn sich jetzt wer verletzt. Außerdem, wer weiß, wann die nächste Unterbrechung ist. Ja. Ist wieder wie beim letzten Mal ist. Das ist erst in der 70. Minute passiert. Ja, oder jetzt. Das sah gerade irgendwie ungesund aus bei Basunu, aber es hat zum Glück geklappt. Ja, aber sieht doch gut aus. Darf Jones noch ein bisschen Europapokal schnuppern? Also, wo ich halt sehr gespannt bin, ist, wie es danach weitergeht. Der kam an. Ja. Ob wir dann wirklich in der Gruppenphase schon sind. Ach, Ivan. Es ist immer noch nicht sein Spiel, ne? Nee. Bayram. Nicht alles sie brechen. Hat sich auch erstmal hingelegt. Nach dem fünften Mal umdrehen. Er wollte mal einen auf Neymar machen. Ja, genau. Der Rasen hat mich gefault. Allerdings ohne. Das mit ohne Fremdeinwirkung. Mit Meckern muss er noch ein bisschen üben. Ja. Schiri. Lamentiert so. Aua. Todesfaul. Guck mal, der Fuß hängt schon weg. Gehört das so? Wenn Ricky J. Jones einen Kopfball gewinnt. Ja, Chilvers Azon auf die Reise schickt. Eigentlich wäre es umgekehrt geiler gewesen. Azon hinten und der Konter. Wahrscheinlich, oder? Ja. Schade. Da war Chilvers im Abseits, leider. Hm. Minimal. Na, aber Alter. Eigentlich ja nicht, oder? Wobei, nee. Also, theoretisch nicht. Nee. Ja, falsch gesehen. Wo ist der Video-Referee, wenn man ihn mal braucht? Hier. Mhm. Beschiss. Das wäre natürlich wunderschön rausgespielt. Ja. Vor allem, also, ich meine, die Linie war gerade klar, oder? Ja. Das ist nicht, was der Ref da gesehen hat. Andererseits finde ich es natürlich auch realistischer, wenn ab und zu mal Fehlentscheidungen passieren. So gesehen. Ne? Ja, ist jetzt auch nicht so eine krasse.
Nee, wäre das kann man im Champions League-Finale gegen Real Madrid ärgerlich. Ja, das kann man. Nächstes Jahr dann. Nächstes Jahr. Ja, wie gesagt, wenn unser Ding vorgibt, dass wir, Ding. Du weißt ja, unser Vorstand vorgibt, dass wir ja, oh ins Viertelfinale Gott. Kommen, dann müssen wir den eigentlich gewinnen. Wir schwarz schon wieder Übles. Ja, auch. Aber haben wir gelaufen? Ja, auch, ja. Ja, da hat sich Glauben leider austanzen lassen. Ja, und dann war da keiner mehr. Aber es war wieder unsere linke Abwehrseite, wo keiner war, ne? Da. Ja. Ja. Orona. Gut, Orona ist platt. Es soll keine Entschuldigung sein, aber es würde es zumindest erklären, warum man nicht mehr hinterher kam. Sollten wir uns vielleicht doch wieder anderen holen. Noch ist das aber, Angebot ja, am Tisch. Aber wen? Irgend so ein Deng? Nee. Ja, vielleicht kann der das auch noch spielen. Jugendspieler? Ah, nicht das Spiel von Barham heute. Das, obwohl er von Beginn an starten durfte. Dankeschön. Slow auf die Füße, das läuft. Sehr schön. Bei Schuhgröße 56 ist das aber auch schwierig. Nee, ja, stimmt. Also. So holländische Holzschuhe. So Clownschuhe, weißt du, so 6 Meter länger als. So bewegt er sich aber auch immer. Zwei Versuche, zwei Tore, sehr schön. Genau. Same. Danke, Sam. Aber nettes Spiel wieder von Cosgrove. Ich meine, dass wir jetzt nicht nochmal ein 7-1 hinschmeißen, war irgendwie klar. War enttäuschend. Ne? Dass Basuno auch für ein Gegentor gut ist, war auch absehbar, aber das war einkalkuliert, mehr oder weniger. Ja, und hinten war mal wirklich offen. Das bei dem letzten Ding war halt echt auch auf der linken Verteidigungsposition keiner mehr. Ja. Das ist halt einfach, ja. Aber Cosgrove mit einer 10,0. Nice. Normalerweise die Frühlingnote. Der war ja nicht da. Kommentar zum Helden des Spiels. Grandioser Auftritt von Frühling. Ja, der ist fast Frühling vor allem. Frühling hat wieder grandiosen Auftritt gehabt. Naja. Aber der hat doch gar nicht gespielt. Der hat trotzdem einen grandiosen Auftritt gehabt. Also wie er auf der Bank gesessen ist. Er ist doch nicht mal auf der Bank gesessen. Ach. Grandioser Auftritt zu Hause auf dem Sofa. Also. Das war der Grund zum Sieg. Ich konzentriere mich aufs nächste Spiel. Das haben ihre Bestleistung abgerufen. Was? Leidenschaft im Teamwork? Ja. Ja, natürlich. Sicherlich. Waren sie nervös? Ja, extrem. Konzentration aufs nächste Spiel. Wow. Einfach mal was ganz anderes erzählen. Ihre Frage gefällt mir nicht, ich suche meine eigene. Warum haben Sie jetzt, eigentlich Angst gehabt für die nächsten, ob es noch mehr Gegentore gibt? Das ist ja die nächste depperte Frage. Fällt Ihnen nichts Gescheites an? Fällt Ihnen nichts Gescheites an? Ich habe keinen Bock mehr auf so einen Scheiß. 300.000. Geil. Ja. Kannst du mal. Und die ganzen, weil wir jetzt weiter sind, wahrscheinlich gibt es... Ja, kannst du die Übersicht noch einzeigen? Vielleicht sieht man vielleicht. Ja tatsächlich, ob wir schon hier so... Wenn du mich ganz nett bittest. Ganz nett bitte? Ja, super, gut. Ja, mach ich. Ja, aber nachdem so viele verschoben sind, glaube ich, sind wir in der Gruppenphase, oder? Ja. Hätte ich auch gesagt. Porto, ja klar. Alter, klar, FC Porto, Sparta Prag, wer noch? Muss ja noch einer sein. Ach so, Gruppenphase, jetzt gibt es kein Rückspiel mehr, ja. Okay. Ja doch, ich glaube schon, aber halt. Nach dem anderen Spiel, echt? War kein Rückspiel mehr. Achso, weil wir in der Gruppenphase sind. Einmal hin, ja, klar. Und klar. Ja, Salzburg zum Glück. Nicht Leipzig, sondern ja, Salzburg. Okay, immerhin ein bisschen besser. Aber machbarer vielleicht. Aber was sind die Rückspiele? Porto, Sparta und Salzburg. Wir haben 6 Spiele jetzt. Auf jeden Fall. Ja. Aber wie lange geht das? Ist im Winter wäre es theoretisch beendet, oder?
Sehe ich das da? Ja, das sind ja die 6 Spiele. Wenn die 6 Spiele durch sind. Müsste hier sein. November. Ende ja. November. Ja, okay, da ist noch ein im Dezember, ja. Dezember. Ja, also quasi, sollten Winter. Wir rausfliegen, können wir theoretisch entweder ne, im Winter nochmal nachbessern, weil wir sagen, wir sind immer noch drin. Wir brauchen noch mehr. Gebt uns noch mehr Gegner. FC Porto reicht nicht aus. Ja, schon wird nicht leichter auf jeden Fall. Ein bisschen übel. Schon Sparta, krass. Sparta Prag, weiß ich nicht, kann ich schwierig einschätzen. Sieht man das da auch nochmal irgendwo? Carabeo, achso genau, Carabeo Cup geht gegen Norwich, ja dann, ne? Ist auch Premier League, man hätte auch Mansfield Town haben können, aber... Ist das Premier League oder ist das schon... Nicht, also vielleicht sind sie aufgestiegen, aber ich glaube nicht, müssten zweite Liga sein. Okay. Im ja, Kardons, reicht ja trotzdem. Also für Arsenal könnte es ein schöner Sieg werden, für Manu auch. Crystal Palace, Southampton ist nimmt fast sich schon, nichts. Die ja. werden sich wahrscheinlich ärgern, dass sie sich schon Runde 3 treffen. Ja, okay, ist nicht so schlecht gegen Norwich. Ja, es hätte uns schlimmer treffen können, wenn man mal die ersten und den dritten Gegner anguckt. Ja. Papa John, ja, okay. Der wichtigste Cup. Über Papa John, ja, egal. Da. Genau. Was hat man denn sonst so für Optionen? Ja, das wäre auch nicht die beste Gruppe gewesen, wenn wir da in der Gruppe von Jagiellonia gewesen wären. Das wäre einmal Schweiz. Jagiellonia, das könnte so was Asiatisches sein. Ja, was auch immer das da dann drin macht, weil es ja UEFA, also ja, das wäre sogar wahrscheinlich noch gegangen. Leicester und ansonsten, ja, nicht zu wichtige. Ich meine, du musst ja immer einen wegrechnen. Von Alvarez habe ich noch nie was gehört zum Beispiel. Alaves. Portugal, kann das sein? Ja, weil Leicester wegrechnen wäre natürlich nice. Ja, klar. Chelsea, ja gut, ich meine, das wäre abgesehen von Chelsea auch machbar, wahrscheinlich. Ja, weil Viktoria Pilsen kann ich nicht einschätzen. Ja, Besiktas hier ist wahrscheinlich auch eher so machbar. Kann machbar sein, kann auch sein, du hast ein bisschen Pech an dem Tag und verlierst halt. Ja, aber FC Porto ist schon heftig. Und Sparta auch. Sparta Prag. Kennt auch so man auch. Ja, aber ich glaube auch eher so eine Wundertüte. Die hat jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr so wahnsinnig viel, glaube ich, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass deren Kader trotzdem immer noch alles übertrumpft, was wir haben. Ja, gut. Naja, wobei Fröhling und Ding, glaube ich, nicht. Und Williams, ja. Okay. Also die werden so ein 70er Kader, ein bisschen plus vielleicht davon. Aber übertrumpfen. Roma FC ist das AS Rom? Vielleicht, könnte es sein. Wahrscheinlich, ne? Weil Italien haben sie ja die Rechte nicht wirklich. Anderlecht und Rangers, ja, ist eine stärkere Gruppe, sagen wir mal. An manchen Dingen haben sie das ja nicht. Bei Juventus Turin haben sie die Rechte ja auch nicht. Ja. Ja, na, könnte schon sein, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, für wen die dastehen. Ich wüsste nicht, wer sonst so außer Lazio, und Lazio würde ja anders heißen, glaube ich. Leipzig, Prager, Gent, Utrecht. Ach guck mal, Leipzig ist auch in der Europa League. Scheiße. Wäre lustig gewesen, wenn die RB-Clubs gegeneinander gekommen wären. Ja, das stimmt. Naja. Uns in der Gruppe. Jetzt nicht so die Hammer-Gruppe. Nö, es wäre auch gegangen wahrscheinlich. Jetzt mal abgesehen. Ja, Leipzig ist halt immer. Auch so eine Wunderpackung. Leverkusen, Lille ist da schon schwerer. Gegen die beiden. Midtjylland, da bin ich dann ausgeliehen. Midtjylland wäre wahrscheinlich damit. Und Dundalk wäre wahrscheinlich wieder Kalk. Gegangen. Das ist, glaube ich, Irland oder so. Ja, ich glaube auch. Sociedad, Alkmaar, Besiktas. Was ist das, FCSB? Keine Ahnung. Das könnte entweder auch was Italienisches sein oder halt irgendwie FC. Schweiz. FC, aber Basel?
Warum ist das S davor noch? Basel. FC Schweiz Basel oder was? Basel lustiges eher, Logo eher in der Champions League, aber es sieht so generiert aus, deshalb. Oder? Naja, what else? Da ist der FC Basel. Nee, es ist nicht Basel. Da haben wir einen Basel, ja. Mit LASK. Okay. Sevilla, ja. Eine bessere Gruppe. Ja, wenn wir an Linzer Sporting. Stelle gewesen, wovon ich jetzt einfach mal ausgegangen wäre, wäre es auch keine so einfache Gruppe. Ja. Da ist Lazio Rom zum Beispiel, da muss das andere AS Rom sein, Genk wahrscheinlich. Luzern. Genk, Slavia Prag. Das klingt auch wieder machbarer. Als, also. Na, Genk. Ja, aber das ist halt auch je nach Jahr, waren die besser oder schlechter, also. Müsste man jetzt auch mal auf den Kader nochmal gucken, aber Schachtel dann jetzt klingt auch so, als wären die aus der Champions League abgestiegen, was sie noch nicht sein können. Also haben sie irgendwie gegen jemand Größeren wahrscheinlich die Champions League Quali verloren. Gladbach. Weil die haben eigentlich, weil Donetsk spielt eigentlich sonst auch immer Champions League eigentlich eher. Oder? Okay. Gute Frage. Habe ich zu wenig im Schirm. Standard Lüttich war auch. Schacht aus. Italien ist, ja, also ist auch keine so easy Gruppe. Unangenehm. Ja, klar. Ja, gut. Andererseits muss man natürlich sagen, Fenerbahce. Rapid Wien zu spielen ist natürlich schon hart. Die hätte ich gern weggeballert. Ja, naja. Also, die leichteste Gruppe haben wir nicht. Nein, aber wir hätten es auch schlechter treffen können. Trotzdem. Also, ich sag mal, so weiterzukommen wird trotzdem hart. Überhaupt Punkte zu holen wird, glaube ich, hart. Aber wer weiß. Das Team kann man sich ja nicht anschauen, oder? Von was Sparta Prag jetzt hat. Nee, auch die Stärken nicht. Mhm. Also von dem her, ich kann höchstens bei so FIFA können wir mal drüber gucken vielleicht, aber selbst da. Da ist wieder die Frage, ob das noch aktuell ist. Wie aktuell das ist, wobei ist die Frage, wie viel sie wirklich tauschen immer, ne? Aber ansonsten sehen wir es dann also, eh. Der FC Porto wird vielleicht mehr tauschen als jemand wie Ding Prag oder so. Sparta Prag. Vielleicht sehen wir es da. Liga? Weißt du, welche Liga das ist? Die tschechische? Ja. Also. Nice. Danke. Ja, ich weiß aber nicht, ob die überhaupt simuliert wird oder ob das einfach nur so frei, also Teams sind, die halt, weißt du? Ja, okay, das könnte sein. Kann ja mal gucken, was die tschechischen Liga heißt. Salzburg. Wen haben wir da? Ach, Adeyemi. Synod-Liga ist das. Synod, okay. Heißt irgendwie merkt man so deren Fokus, ne? Wenn man sich so die ersten fünf Spiele anschaut. Didic haben die. Hier. Haben Kreuz da. Die Frage ist da der Stankovic. Schaboschlei. Der ist da auch noch okay. Dann haben wir ein Problem. Der okay. Ist ja in der Realität zu Leipzig gewechselt. Ja. Jetzt im Winter. Damn it. Der soll relativ stark sein. Hat der Bock zu kommen? Tendenziell eher nicht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wäre lustig. Aufregender Mann für die Zukunft, da siehst du eigentlich schon relativ viel. Und er ist halt vom Niveau her auf festiger Niveau. Haben alle aufregender Mann für die Zukunft, kann ich mir vorstellen. Ja, das Beuteschema geht ja in die Richtung, ne? Was war die andere Mannschaft? Porto. Ja, Porto. Das hier, oder? Nee, das ist Frankreich. Nein. Mexiko? Das ist
Polen? Da hätte man Dinges gehabt. Ja. Da, das sieht gut aus. Echt? Das sind sie? Ja. Da. Schauen wir mal, wie wir da haben. Corona. Diogoster. Der Diogo. Ja, Nilsson, ja. Victor Ferreira sagt mir irgendwas. Manafa sagt mir auch was. Ansonsten gar nicht so viel erstmal. Pepe, das ist der von Real Madrid, aber Alter 38 siehst du auch. Aha. Hat halt 77er Gesamtstärke noch, das reicht ja erstmal vielleicht noch. Nanu? Er guckt auch so, Nanu? Nanu? Schaut aus wie so ein computergenerierter. Ja, wenn er uns drei Buden reinhaut, denkst du auch anders drüber wahrscheinlich immer. Ja, ja. Gar nicht so die Weltstars. 26 Millionen Marktwert. Immer ja, okay. Ja, okay. Ja. Ja, von den Namen her zumindest jetzt nicht, aber es ja, sind schon ein paar 80er dabei. 30 er oh Gott. 17 Millionen, 42,5 Millionen. Oh mein Gott. Ja, okay. Ja, ja. Haben wir jetzt Synod nochmal gefunden oder gibt es die tschechische Liga nicht? Ja, ich wüsste jetzt nicht, wo. CSL? Ja. Nee. Elite-Serien, was ist denn das? Klingt so dämlich. Elite-Serien. Schwedisch hätte ich jetzt gesagt. Ne? Das ist wieder Portugal. Nee, das ist wohl nicht dabei. Das ist Rest der Welt. Da könnten sie dabei sein. Wen such mal? Sparta-Prag. Da. Dockel. Logik. Ja, gut. Den habe ich auch auf der Beobachtungsliste. Toll. Vielleicht möchte er nach dem Spiel gegen uns kommen. Karabek? Ja. War das nicht der von Stuttgart? Der ist, Adam Karabek? Nee. Okay. Libor Koschak sagt mal irgendwas. Ja, mit 32, der kann schon mehrere Clubs gehabt haben, theoretisch. Vielleicht war der mal in der Premier League. Die haben die Greci-Brüder. Zweimal Ladislav sogar. Originell. Ladislav 1, Ladislav 2. Wie haben die Denks? Die heißen aber immerhin anders. Ja, stimmt. Da war die Mutter origineller. Und Schwede. Denn da los? Ja. Ja, also sagen wir mal so. Suchek. Die Gruppe der Unbekannteren nennen, aber das heißt nicht, dass sie deshalb schwach sind. Windheimer, den haben wir doch gescoutet, oder? War das der? Ja. Glaube ja. Das heißt, Seluska, sagt da haben wir dann eine Chance auf der Seite, wenn er spielt. Ja, auch eher eine ältere Truppe. Gespickt mit ein paar Jüngeren. Ja. Aber ist die Frage, ob die wirklich spielen. Also er wird vermutlich spielen, der Luschek. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, wenn der so einen Marktwert hat, dass er gesetzt sein wird im Sturm. Damn it. Ja, es ist zumindest ein Problem. Ja, ja. Na, mal gucken. Beim Rest muss man dann mal schauen. Suchek sagt mir was. Ja, weil er relativ jung ist und du ihn wahrscheinlich irgendwo mal gescoutet hast. Und Zeluster eben. Ja, mal gucken. Bin gespannt. Wir müssen es eher auf uns zukommen lassen. Ja. Im Endeffekt fickt uns dann Haro Gate Town, also. Wer weiß. Im Größeren sahen wir immer relativ Porto, gut aus eigentlich. Porto knallen wir weg und dann haben wir Probleme gegen Salzburg. Gegen die Größeren sahen wir immer besser aus. Ja. Oder fast immer, nicht immer. Also.
Na ja, gut. Ja, Aber wir haben es immerhin in die Europa League geschafft und haben die ersten 6 Spiele sicher. Exeter City. Das ist für einen Drittliga-Club aus England auch nicht so schlecht, glaube ich. Hm. Vielleicht hätten wir auch da drauf gucken können, ob die Ergebnisse auslösen. Wäre zu einfach gewesen. Alles andere ist jetzt auch ein bisschen zu Brot in der Europa League, finde ich, oder? Sollte, also klar, unsere Chefs haben hier Dinge ausgegeben, hier Viertelfinale. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, dass das eine gute Idee ist. Ja. Naja gut, aber wir sollten die Folge langsam beenden, glaube ich, sonst ist das hier bis ins Nimmerlein. Ne? Ja, passt. Na gut, liebe Leute, seid gespannt. Ja, danke auf jeden Fall Zuschauen. Einige Kracher, die auf uns warten. Oh ja. Wie schaust du denn in der Liga aus eigentlich? Dritter Platz. Ja, ja durch die Niederlage gegen Luton. Und das Unentschieden. Unentschieden. Mhm. Letztens. Aber ich sag mal so, abwärts. Ja, aber immer noch, würde ich sagen, grundsätzlich recht solide oben mit dabei. Ja, ja, doch. Wenn Frühling jetzt seine Form wieder zurück hat, glaube ich mal, müssen wir uns auch wieder weniger Sorgen machen. Und so ein Spitzenspiel gegen den Mit-Tabellenführer damals kann man auch mal verlieren. Auswärts vor allem. Also, das passiert. Das Logo kenne ich jetzt gar nicht, gegen was wir als nächstes spielen. Bradford. Bradford City. Okay. Und ich sag mal so, die haben uns jetzt auch nicht 6-0 weggeputzt, sondern es waren 2-1. Also, ne? Ne. Ist klar ärgerlich und wir waren auch echt nicht gut drauf, aber ja. Sind noch genug Spiele. Es kommen auch wieder bessere Tage. Ja, es gibt auch genug Spiele noch. Also, Fußballfloskel. Es sind noch 41 Spiele, also von dem her. Wir kriegen, glaube ich, noch ein bisschen Punkte zu sammeln. Von dem her. Gut, wenn nicht, machen wir Simulationen und hoffen, dass die es richtig anstellen. Gott, sich darauf zu verlassen, hat viel Spaß. Ja. Na gut. In Sinne. Danke, der Dago, fürs Dabeisein und euch sehr fürs gerne. Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal, wenn es dann in der Liga weitergeht und dann die Transferphase wirklich zumacht. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo. Ciao, ciao.